Halleluja, Brüder und Schwestern, seht, ich bin gekommen, um euch zu erlösen. So, heute will ich mal, bevor ich es vergesse, ich sitze hier ganz gemütlich in Liechtenstein, meine Kinder toben hier am Spielplatz rum und ich nutze die Zeit, um ein bisschen zu labern, zu träumen oder auch um eine düstere Zukunft zu zeichnen, beziehungsweise ich möchte heute mal mit meiner Reise in die Zukunft weitermachen. Und zwar lassen wir heute mal die Elektronik außen vor. Also sprich Indekt, die Drohnen, die RFID-Chips und so weiter. Und beschäftigen wir uns doch mal mit der Gentechnologie. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Genforscher. Nur ich bin auch nicht ganz dumm. So, und deswegen wollen wir uns einfach mal überlegen, was könnte uns die Gentechnik eines Tages bringen. Ja, man, es wird ja kräftig geforscht, kräftig rummanipuliert. Es gibt in Deutschland gibt's noch relativ strikte Spielregeln dafür. Allerdings muss man dazu sagen, sind sie auch in den letzten Jahren irgendwann mal wieder ein bisschen gelockert worden. Und so wird es sukzessive weitergehen, es wird sich immer wieder lockern, es wird sich weiterentwickeln. Man wird natürlich auch im internationalen Vergleich auf dem Spielfeld, wo wir uns heute in dem System generell weltweit befinden, wird sich natürlich das auch weiterentwickeln und lockern. Und irgendwann wird man ja nicht nur die Genketten entsprechend modifiziert haben, beziehungsweise nicht modifiziert, erkannt haben, also welches Gen für was zuständig ist und so weiter. Man wird vielleicht da auch noch in den Genen noch irgendwelche Kerne oder sonst was finden, ich weiß es nicht, nur Fakt ist, es wird ja in die Richtung auch geforscht, wie kann ich Genketten manipulieren, wie kann ich Gene manipulieren und was wird eines Tages vielleicht möglich sein, was nicht, das wissen wir nicht. Nur, ich denke mal, wie Orson Welles sein 1984 geschrieben hat, hat er, ich weiß nicht, ob ihm das so bewusst war, dass es tatsächlich so kommen wird, vielleicht sogar noch schlimmer kommen wird, als er gedacht hat. Ja. Aber ich denke mal, es war damals auch mehr Spekulation und Vermutung, beziehungsweise eine gewisse Tagträumerei, würde ich sagen. Ja, genauso wie Jules Verne mit seinem U-Boot und so weiter. Sorry, Moment, ich muss mal kurz unterbrechen. Sophie, hör auf damit. Schmeißt mit Sand auf die Rutsche. Fakt ist, aufgrund der Gentechnik wird es eines Tages vielleicht möglich sein, Menschen in verschiedene Klassen zu stecken. Sprich, man tut es ja heute schon mit Oberschicht, Unterschicht, Mittelschicht und den ganzen Schmarrn. Ja. Wobei man da eigentlich immer drauf geht, überwiegend entweder Einkommen oder Bildung. Das sind die zwei Wege, nach denen es bewertet wird. Wobei beide Wege nicht unbedingt korrekt sind, denn es gibt Untersuchungen und die belegen eindeutig, dass die erfolgreichsten Unternehmer eigentlich Leute sind, die in der Schule eher schlecht waren als gut. Ja. Also, gut, das sind ja die Konzernmanager, aber das sind die Unternehmer, die den Mittelstand ausmachen. Und von dem her, also denke ich mal, ist das alles nicht ganz so ernst zu nehmen, wie es immer uns verkauft oder wie man versucht, es uns zu verkaufen. Man sollte das also auch immer hinterfragen, beziehungsweise die Frage stellen, A, wer profitiert von dieser Studie oder von so einer Forschungsarbeit? B, welches Ziel soll erreicht werden? Ja? Also, wie gesagt, immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber gehen wir mal zurück jetzt zur Gentechnologie. Wir sind heute an dem Punkt angelangt, sage ich mal, wo man tatsächlich Genmanipulation vornehmen kann. Das Ganze funktioniert sogar relativ einfach.
bei einem Neugeborenen kann man das noch mit einer Spritze als eine Art Impfung machen, sprich zum Beispiel ins Rückenmark oder irgendwo hier im oberen Wirbelbereich, Übergang zum Kopf oder so zum Hirn. Keine Ahnung, auf jeden Fall gehen wir mal davon aus, das ist so zu machen. Damit ist es dann auch technisch möglich und medizinisch möglich, unterschiedliche Klassen zu schaffen, sprich eine herrschende Klasse, die in Saus und Braus lebt, und eine arbeitende Klasse, die mit wenig zufrieden ist oder gerade mit dem zufrieden ist, die mit dem, dass es gerade so überleben halt, also die keine Ansprüche stellen nach einem Auto unbedingt, die keinen Anspruch nach irgendwelchen Flachbildschirmen stellt oder Internet oder so Scherze. Ja. Und wenn man dann nochmal noch dazu nimmt, das, was ja irgendwo auch scheinbar angestrebt wird, eine Reduzierung der Weltbevölkerung. Das heißt, ich sag mal, wenn man so ausgeht von 500 Millionen weltweit, davon ist dann eine Elite von, sagen wir mal, weltweit 500.000, die sprich ins Haus und Braus lebt, die jeden Spaß am Leben hat, die alles auf der Welt sehen kann, wie es ihr gefällt, bei eben 450 Millionen bzw. 495,5 Millionen Leute ihren Luxus erarbeiten. Das ist dann auf gut Deutsch Sklavenhaltung der Hochmoderne, wenn man es so nennen will. Ja? Und wenn ich mir das so überlege, dann muss ich sagen, ist es eigentlich auch nicht das, was ich mir so für die Zukunft, weder für mich noch für meine Kinder noch für die Menschheit vorstelle. Auch wenn ich jetzt sagen kann, okay, bin ich bis dahin ja nicht mehr nach mir die Sinnflut, kann ich sicher leicht sagen und machen, wie es unsere Politiker ja scheinbar auch tun und unsere Herren Manager, so wie sie mit allem umgehen. Aber ganz einfach kann ich es mir halt nicht machen oder will ich es mir auch nicht machen, sondern auch dahinter frage ich die Dinge. Und ich denke mal, wir sind weltweit als Menschen an einem Punkt angekommen, wo wir uns wirklich überlegen müssen, in welcher Form wollen wir tatsächlich zusammenleben, in welcher Form wollen wir existieren. Wir haben so viel Überfluss, dass alle Menschen auf der Welt gut leben könnten, ohne Hunger zu leiden, ohne zu verdursten, wir müssten auch nicht so viel wegschmeißen unter Umständen, ja. Wenn wir vielleicht auch so in manchen Bereichen unsere Ansprüche vielleicht ein bisschen zurückschrauben würden, wenn wir unser ganzes System auf eine neue Basis stellen würden und zum Beispiel da Maschinen die Arbeit verrichten lassen, wo sie es machen können. Das heißt, es wäre dann im Prinzip ja auch nur noch eine Handvoll Menschen nötig, die die Maschinen betreuen müssten, warten müssten und so weiter. Und selbst da konnte man, oder kann man eigentlich schon wieder Maschinen teilweise einsetzen. Ja. Also ich sage, das Gros der Menschheit wäre eigentlich arbeitslos, in Anführungszeichen. Könnte die Welt anschauen, könnte sich der Erfindungen widmen, könnte sich der Kunst widmen. Also wie gesagt, es gäbe so viele Möglichkeiten. Nur wir müssen mal anfangen, wirklich alles auf den Prüfstand zu stellen, was uns gelernt wurde, gelehrt wurde, was uns anerzogen wurde, ob jetzt von unseren Eltern oder vom System. Ja, wir müssen einfach alles mal auf den Prüfstand stellen und wirklich anfangen zu überlegen, ist es das, was wir wollen, ist es das überhaupt wert? Ja, also ich habe die Tage habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, was wäre, wenn ich mir so ein Waldgrundstück, so im Quadratkilometer,
oder zwei. Ja. Beziehungsweise, ich sag's mal so, Kilometer lang, Kilometer breit, also es sind 10 Quadratkilometer letztendlich unterm Strich, ein Stück Wald. Ja, richtig schöner Wald. Was würde ich machen? Als erstes, ich würde in der Mitte, würde ich ein Stück raushauen. Von dem Wald würde ich mir da eine schöne Hütte hinbauen. Sogar mit dem Holz, das ich da fäll. Würde vielleicht auch noch schauen, dass ich, was ich für meine Selbstversorgung meiner Familie machen kann. Sprich, würde mir ein paar Schafe, Hasen, Kühe und so weiter zulegen, Schweine. In dem Wald selber würde ich natürlich auch Wild ansiedeln. Wildschwein, Rehwild und so weiter. Muss man natürlich auch darauf achten, dass das in einem gesunden Maße vorhanden ist. Und auf der anderen Seite würde ich allerdings auch eins machen. Ich würde den Wald einzäunen und zwar mit einem sehr hohen Zaun. Eventuell sogar mit einer Mauer, wenn es irgendwie machbar ist. Und mit Stacheldraht und so weiter rum, dass wirklich keiner unbefugt ihn betreten kann. Ja, soweit bin ich heute. Es ist eine Schande, es sagen zu müssen, aber soweit bin ich heute. Weil ich würde natürlich keine Behörde um Genehmigung fragen, sondern ich würde es einfach tun, mein Haus da mittendrin bauen. Weil es ist mein Land, mein Wald und dann kann ich auch machen, was ich will. Papa. Was ist denn? Ja, da musst du mal aufpassen, wo du hier rennst. Mach mal langsam. Ich nehme hier gerade was auf. Hallo? Kommen gerade noch ein paar andere Leute. So, und ich bin halt der Meinung, wenn es mein Land ist, dann kann ich darauf auch machen, was ich will. Ja, beziehungsweise, gut, im Prinzip bin ich ja eigentlich gegen das Eigentum von Land. Aber ich muss nicht, oder gehe jetzt einmal einfach vom jetzigen System auch in dem Fall aus. Ja. Und da würde ich genau das machen, was ich eben gesagt habe, weil ich bin der Meinung, es hat keiner das Recht, mir vorzuschreiben, auch wenn es bloß ein Acker wäre, ob ich da eine Hütte hinstellen darf oder nicht. Also halte ich einfach für eine Frechheit. So, aber wir sind ja bei unserer Zeitreise, bei unserer DNA-Geschichte. Und da wollte ich halt nochmal kurz darauf hinweisen. Ja, wie gesagt, es wird kommen. Man wird also nicht nur DNA-Forschung dahin machen oder um zu heilen, sondern man wird irgendwann auch, sage ich mal, wird es auch die Technik geben, dass man zum Beispiel beim EEG, also bei der Hirnstrommessung, nicht nur Wellen rauskriegt, sondern dass man tatsächlich die Bilder rauskriegt, die Menschen denken. Ja? Man sind ja auch schon Ansätze da in der Richtung, mit Gedanken Geräte zu steuern, funktioniert auch teilweise schon. Ja? Also wird man auch da irgendwann hergehen und drüber nachdenken. So, da wird natürlich dann auch eins passieren. Man wird, sag ich mal, eine Art Lügendetektor oder was auch immer bauen. Ja, oder jeder Kerl muss mit, sagen wir, 14, 15, 16 da zu einem Test und dann wird festgestellt, ist er ein potenzieller Straftäter, also Einbrecher, Betrüger, Sexualstraftäter oder sonst was. Also wie gesagt, auch das könnte ich mir vorstellen, dass eines Tages kommt und dass man solche Leute dann gleich von vornherein aus dem Verkehr zieht, was natürlich nur eine Schuldvermutung ist, aber natürlich es auch da Menschen gibt, die sich anmaßen zu sagen, ja, wenn eine Schuldvermutung vorliegt, dann müssen wir das auch von vornherein unterbinden und dann haben wir unsere Ruhe. Also, wie gesagt, das sind halt so Dinge, wo ich mir auch Gedanken mache und wo ich auch ganz gern vielleicht mal in den Kommentaren oder so eure Gedanken dazu hören würde oder kriegen würde, ja, was ihr euch so vorstellen könnt, was da auf uns noch zukommt, jetzt außer den aktuellen Geschichten. Ja. Wobei natürlich das eine immer das andere bedingt auf lange Sicht. Und ich sage halt, wenn wir jetzt am System nichts ändern, dann wird auf jeden Fall das mit der totalen Überwachung wahr werden, mit dem RFID-Chip einpflanzen. Irgendwann wird es auch die DNA-Geschichte kommen. Es mag vielleicht noch 200, 300 Jahre dauern. Es wird kommen, wenn wir so weitermachen. Und wie gesagt, ich will es nicht. Ich will es auch nicht für meine Kinder oder Kindeskinder. Also wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr euch mal da auch damit beschäftigt und
natürlich die aktuellen Probleme und Geschichten, was da so im Hintergrund laufen und Bosheiten auch von Seiten der Politik nicht aus den Augen verlieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst, euer Broll.